EA Productions. EA Productions liest Hans Christian Andersen. Das alte Haus. Dort unten in der Straße stand ein altes Haus. Es war fast 300 Jahre alt. So stand es auf dem Balken zu lesen, auf welchem in und mit Tulpen und Hopfenranken die Jahreszahl angebracht war. Da las man ganze Verse in der Schreibart der alten Zeit, und über jedem Fenster war ein Gesicht in den Balken ausgeschnitzt, das allerlei Grimassen machte. Die eine Etage ragte ein ganzes Stück über der anderen hervor, und dicht unter dem Dach war eine bleierne Rinne mit einem Drachenkopf. Das Regenwasser sollte aus dem Drachen herauslaufen. Es lief aber aus dem Bauche, denn die Rinne hatte ein Loch. Alle anderen Häuser in der Straße waren noch neu und hübsch, mit großen Fensterscheiben und glatten Wänden. Man sah es ihnen deutlich an, dass sie nichts mit dem alten Hause zu tun haben wollten. Sie mochten wohl denken, wie lange soll das Gerümpel noch zum allgemeinen Skandal in der Straße stehen? Das Gesimse steht so weit hervor, dass niemand aus unseren Fenstern sehen kann, was auf jener Seite dort vorgeht. Die Treppe ist so breit wie eine Schlosstreppe und so hoch, als führe sie auf einen Kirchturm. Das eiserne Geländer sieht ja aus wie die Tür zu einem Erbbegräbnisse und messingne Knöpfe sind drauf. Es ist wirklich zu albern. Gegenüber standen auch neue und nette Häuser, und die dachten wie die anderen. Aber am Fenster saß hier ein kleiner Knabe mit frischen roten Wangen, mit klaren, strahlenden Augen, und dem gefiel das alte Haus besonders gut, und zwar sowohl im Sonnen- wie im Mondenscheine. Und wenn er nach der Mauer hinüberblickte, wo der Kalk abgefallen war, dann konnte er die wunderbarsten Bilder herausfinden, gerade wie die Straße früher ausgesehen hatte, mit Freitreppen, Gesimsen und spitzen Giebeln. Er konnte Soldatenzähnen mit Hellebarden und Dachrinnen, die wie Drachen und Lindwürmer umherliefen. Das war so recht ein Haus zum Anschauen. Und da drüben wohnte ein alter Mann, der in ledernen Kniehosen ging und einen Rock mit großen Messingknöpfen und eine Perücke trug, der man es ansah, dass sie eine wirkliche Perücke war. Jeden Morgen kam ein alter Mann zu ihm, der bei ihm Reine machte und Gänge für ihn besorgte. Übrigens war der Alte in den Kniehosen ganz allein in dem alten Hause. Zuweilen kam er an die Fensterscheiben und sah hinaus, und der kleine Knabe nickte ihm zu, und der alte Mann nickte wieder, und so wurden sie bekannt, und so wurden sie Freunde, obgleich sie niemals miteinander gesprochen hatten. Aber das war ja auch gar nicht nötig. Der kleine Knabe hörte seine Eltern sagen, »Der alte Mann da drüben hat es sehr gut, aber er ist allein.« Am nächsten Sonntage wickelte der kleine Knabe etwas in ein Stück Papier, ging damit vor die Haustür und sagte zu dem, welcher die Gänge für den Alten besorgte, »Höre, willst du dem alten Mann da drüben dieses von mir bringen? Ich habe 2 Zinnsoldaten, und dieses ist der eine. Er soll ihn haben, denn ich weiß, dass er ganz alleine ist.« Und der alte Aufwärter sah vergnügt aus, nickte und trug den Zinnsoldaten in das alte Haus. Nachher wurde herübergeschickt, ob der kleine Knabe nicht Lust habe, selbst zu kommen und seinen Besuch zu machen. Und dazu gaben ihm seine Eltern Erlaubnis, und so kam er nach dem alten Hause. Und die Messingknöpfe auf den Treppengeländern glänzten weit stärker als sonst. Man hätte glauben sollen, dass sie wegen des Besuchs poliert worden wären. Und es war ganz so, als ob die ausgeschnitzten Trompeter, denn auf der Türe waren Trompeter ausgeschnitzt, die in Tulpen standen, aus Leibeskräften bliesen. Ihre Backen sahen weit dicker aus als früher. Ja, sie bliesen »Schnettere-Deng, der kleine Knabe kommt, Schnettere-Deng«, und dann ging die Tür auf. Der ganze Hausflur war mit alten Porträts behangen, mit Rittern in Harnischen und Frauen in seidenen Kleidern. Und die Harnische rasselten und die seidenen Kleider rauschten. Und dann kam eine Treppe,
die ging ein großes Stück hinauf und ein kleines Stück herunter, und dann war man auf einem Altan, der freilich sehr gebrechlich war, mit großen Löchern und langen Spalten. Aus ihnen allen wuchs Gras heraus, denn der ganze Altan, der Hof und die Mauer war mit so vielem Grün bewachsen, dass es aussah wie ein Garten. Aber es war nur ein Altan. Hier standen alte Blumentöpfe, die Gesichter und Eselsohren hatten. Die Blumen wuchsen aber so, wie es ihnen beliebte. In dem einen Topf wuchsen nach allen Seiten Nelken über, das heißt, das Grüne davon. Schößling auf Schößling. Und die sprachen ganz deutlich: »Die Luft hat mich gestreichelt, die Sonne hat mich geküsst und mir auf den Sonntag eine kleine Blume versprochen. Eine kleine Blume auf den Sonntag.« Und dann kamen sie in ein Zimmer, wo die Wände mit Schweinsleder überzogen waren, und auf dem Schweinsleder waren Goldblumen eingepresst. »Vergoldung vergeht, Schweinsleder besteht«, sagten die Wände. Und da standen Stühle mit hohen Rückenlehnen, mit Schnitzwerk und mit Armen an beiden Seiten. »Setzen Sie sich«, sagten sie. »Oh, wie es in mir knackt! Nun werde ich gewiss auch Gicht bekommen, wie der alte Schrank. Gicht im Rücken. Oh!« Und dann kam der kleine Knabe in die Stube, wo der alte Mann saß. »Dank für den Zinnsoldaten, mein kleiner Freund«, sagte der alte Mann, »und dank dafür, dass du zu mir herübergekommen bist.« »Dank, dank« oder »knick, knack«, sagten alle Möbel. Es waren ihrer so viele, dass sie sich beinahe einander im Wege standen, um den kleinen Knaben zu sehen. Und mitten an der Wand hing ein Gemälde, eine schöne Dame, jugendlich und fröhlich aussehend, aber so gekleidet wie in alten Tagen, mit Puder im Haar und mit Kleidern, die steif standen. Die sagte weder Dank und Knack, sah aber mit ihren milden Augen auf den kleinen Knaben herab, der sogleich den alten Mann fragte: »Wo hast du die her?« »Da drüben vom Trödler«, sagte der alte Mann. »Dort hängen immer viele Bilder. Niemand kannte oder bekümmerte sich um sie, denn sie sind alle begraben. Aber vor vielen Jahren habe ich diese gekannt, und nun ist sie tot und fort seit einem halben Jahrhundert.« Und unter dem Bilde hing, hinter Glas, ein Strauß verwelkter Blumen. Die waren gewiß auch ein halbes Jahrhundert alt, so sahen sie wenigstens aus. Und das Perpendikel der großen Uhr ging hin und her, und die Zeiger drehten sich, und alles in der Stube wurde noch älter. Aber niemand bemerkte es. »Sie sagen zu Hause«, sagte der kleine Knabe, »dass du immer alleine bist.« »Oh«, sagte er, »die alten Gedanken mit alledem, was sie mit sich führen können, kommen und besuchen mich. Und nun kommst du hier auch. Es geht mir sehr gut.« Und dann nahm er von dem Wandbrett ein Buch mit Bildern hervor. Darin waren lange Aufzüge, die wunderbarsten Kutschen, wie man sie heutzutage nicht mehr sieht, Soldaten wie Trefflebube und Bürger mit wehenden Fahnen. Die Schneider hatten eine Fahne mit einer Schere von zwei Löwen gehalten, und die Schuhmacher eine Fahne ohne Stiefel, aber mit einem Adler, der zwei Köpfe hatte. Denn bei den Schuhmachern muss alles so sein, damit sie sagen können: »Das ist ein Paar.« Ja, das war ein Bilderbuch. Der alte Mann ging in die andere Stube, um Eingemachtes, Äpfel und Nüsse zu holen. Es war wirklich herrlich in dem alten Hause. »Ich kann es nicht aushalten«, sagte der Zinnsoldat, der auf der Lade stand. »Hier ist es gar zu einsam und zu traurig. Nein, wenn man das Familienleben kennengelernt hat, kann man sich an das hier nicht gewöhnen. Ich kann es nicht aushalten. Der Tag währt einem schon so lang, der Abend aber noch länger. Hier ist es gar nicht so wie drüben bei dir, wo dein Vater und deine Mutter stets vergnügt sprachen und wo du und ihr süßen Kinder einen prächtigen Lärm machtet. Nein, wie einsam ist es bei dem alten Manne. Glaubst du, dass er Küsse bekommt? Glaubst du, dass er freundliche Blicke oder einen Weihnachtsbaum bekommt? Er bekommt nichts als ein Grab. Ich kann es nicht aushalten.« »Du musst es nicht so von der traurigen Seite nehmen«, sagte der kleine Knabe. »Mir kommt dies alles außerordentlich schön vor,
und alle die alten Gedanken mit dem, was sie mit sich führen können, kommen hier ja auf Besuch.« »Ja, aber die sehe ich nicht und kenne ich nicht«, sagte der Zinnsoldat. »Ich kann es nicht aushalten.« »Das musst du«, sagte der kleine Knabe. Der alte Mann kam mit dem vergnügtesten Gesichte und mit den schönsten eingemachten Früchten und Äpfeln und Nüssen. Da dachte der Kleine nicht mehr an den Zinnsoldaten. Glücklich und vergnügt kam der kleine Knabe nach Hause, und es vergingen Tage und Wochen. Es wurde nach dem alten Hause hin und von dem alten Hanse hergenickt. Dann kam der kleine Knabe wieder hinüber. Die ausgeschnitzten Trompeter bliesen »Schmetterling-Ding! Da ist der kleine Knabe! Schmetterling-Ding!« Die Schwerter und Rüstungen auf den alten Ritterbilder rasselten und die seidenen Kleider rauschten, das Schweinsleder erzählte und die alten Stühle hatten Gicht im Rücken. »Au!« Das war ebenso wie das erste Mal, denn da drüben war der eine Tag und die eine Stunde ganz so wie die andere. »Ich kann es nicht aushalten«, sagte der Zinnsoldat. »Ich habe Zinn geweint. Hier ist es zu traurig. Lass mich lieber in den Krieg ziehen und Arme und Beine verlieren. Das ist doch eine Veränderung. Ich kann es nicht aushalten.« »Nun weiß ich, was es heißt, Besuch von seinen alten Gedanken und allem, was sie mit sich führen, zu bekommen. Ich habe Besuch von den Meinigen gehabt, und du kannst glauben, das ist auf die Länge hin kein Vergnügen. Ich war zuletzt nahe daran, von der Lade herunterzuspringen. Euch alle da drüben im Hause sah ich so deutlich, als ob ihr wirklich hier wäret. Es war wieder Sonntagmorgen, wo ihr Kinder alle vor dem Tische standet und den Psalm absangt, den ihr jeden Morgen singt. Ihr standet andächtig mit gefalteten Händen, und Vater und Mutter waren ebenso feierlich gestimmt. Da ging die Türe auf, und die kleine Schwester Maria, die noch nicht 2 Jahre alt ist und immer tanzt, wenn sie Musik oder Gesang hört, welcher Art diese auch immer sein mag, wurde hineingesetzt. Sie sollte zwar nicht, aber sie fing an zu tanzen, konnte jedoch nicht recht in den Takt kommen, denn die Töne waren zu lang gezogen, und deshalb stand sie erst auf dem einen Beine und hielt den Kopf vornüber. Aber es reichte ihr nicht aus. Ihr standet alle sehr ernsthaft, obgleich das etwas schwer fiel. Aber ich lachte innerlich, und deswegen fiel ich vom Tische herunter und bekam eine Beule, mit der ich noch umhergehe, denn es war nicht recht von mir, dass ich lachte. Aber dies alles und alles, was ich sonst erlebt habe, geht mir jetzt wieder in meinem Innern vorüber, und das sind wohl die alten Gedanken mit allem, was sie mit sich führen. Sage mir, ob ihr noch das Sonntag singt? Erzähle mir etwas von der kleinen Maria. Und wie geht es meinem Kameraden, dem anderen Zinnsoldaten? Ja, der ist freilich recht glücklich. Ich kann es nicht aushalten.« »Du bist weggeschenkt«, sagte der Knabe. »Du musst bleiben. Kannst du das nicht einsehen?« Und der alte Mann kam mit einem Kasten, in dem manches zu sehen war. Schminkdöschen und Balsambüchsen, alte Karten, so groß und so vergoldet, wie man sie jetzt nicht mehr zu sehen bekommt. Es wurden mehrere Kästchen geöffnet, auch das Klavier. In dieses waren inwendig auf den Deckel Landschaften gemalt. Aber es war heiser, als der alte Mann darauf spielte. Dann nickte er dem Bilde zu, das er bei dem Trödler gekauft hatte, und des alten Mannes Augen leuchteten dabei ganz klar. »Ich will in den Krieg! Ich will in den Krieg!« rief der Zinnsoldat so laut, wie er nur konnte, und stürzte sich auf den Fußboden hinab. Ja, aber wo blieb er? Der alte Mann suchte, der kleine Mann suchte. Fort war er, und fort blieb er. »Ich werde ihn schon finden«, sagte der alte Mann, aber er fand ihn nie. Der Fußboden war zu offen und durchlöchert. Der Zinnsoldat war durch eine Spalte gefallen. Da lag er nun, wie in einem offenen Grabe. Der Tag verging, und der Kleine kam nach Hause, und es vergingen mehrere Wochen. Die Fenster waren ganz zugefroren, und der kleine Knabe mußte auf die Scheiben hauchen, um ein Guckloch nach dem alten Hause zu machen. Da war Schnee in all Schnörkel und Inschriften geweht und bedeckte die ganze Treppe, als wenn niemand im Hause sei. Und es war auch niemand im Hause. Der alte Mann war gestorben.
Am Abend hielt ein Wagen vor der Türe, und auf denselben setzte man ihn in seinem Sarge. Er sollte draußen auf dem Lande in seiner Familiengruft ruhen. Da wurde er nun hingefahren. Aber niemand gab ihm das Geleit. Alle seine Freunde waren tot. Der kleine Knabe war auf dem Sarge, als dieser vorübergefahren war, Kusthändchen nach. Einige Tage nachher wurde Auktion in dem alten Hause gehalten, und der kleine Knabe sah aus seinem Fenster, wie man die alten Ritter und die alten Damen, die Blumentöpfe mit den langen Ohren, die Stühle und die alten Schränke wegtrug. Eins kam hierhin, ein anderes dorthin. Ihr Porträt, das vom Trödler gekauft war, kam wieder zum Trödler, und da blieb es hängen, denn niemand bekümmerte sich um das alte Bild. Im Frühjahr riss man das Haus selbst ein. Es sei ein Gerumpel, sagten die Leute. Man konnte von der Straße gerade in die Stube zu dem schweinsledernen Überzuge sehen, der zerfetzt und abgerissen wurde, und das Grün des Altans hing verwildert um die einsturzdrohenden Balken herum. Und nun wurde hier aufgeräumt. »Das half«, sagten die Nachbarhäuser. Es wurde ein herrliches Haus gebaut, mit großen Fenstern und weißen, glatten Mauern. Aber vor dem Platze, wo das alte Haus gestanden hatte, wurde ein kleiner Garten angelegt, und an der Mauer des Nachbars wuchsen wilde Weinranken empor. Vor dem Garten kam ein großes eisernes Gitter mit eiserner Türe. Das sah stattlich aus. Die Leute blieben davor stehen und guckten hindurch. Und die Sperlinge setzten sich zu Dutzenden auf die Weinranken und schwatzten durcheinander, so laut sie konnten. Aber nicht von dem alten Hause, denn dessen konnten sie sich nicht erinnern. Es waren ja viele Jahre vergangen. So viele, dass der kleine Knabe zu einem Manne, ja, zu einem tüchtigen Manne herangewachsen war, an dem seine Eltern Freude hatten. Er hatte eben geheiratet und war mit seiner Frau in das Haus gezogen, vor dem sich der Garten befand. Und hier stand er neben ihr, während sie eine Feldblume einsetzte, die sie sehr hübsch fand. Sie pflanzte sie mit ihrer kleinen Hand und drückte die Erde mit ihren Fingern fest an. »Au, was war das?« Sie stach sich. Aus der weichen Erde ragte etwas Spitzes hervor. »Das war, ja, denkt einmal, das war der Zinnsoldat, derselbe, der oben bei dem alten Manne verloren gegangen war, der zwischen Zimmerholz und Schutt sich lange umhergetrieben und nun schon viele Jahre in der Erde gelegen hatte. Die junge Frau trocknete den Soldaten erst mit einem grünen Blatte ab und dann mit ihrem Taschentuche. Das duftete wunderschön.« Und es war dem Zinnsoldaten gerade so zumute, als ob er aus einer Ohnmacht erwache. »Lass mich ihn sehen«, sagte der junge Mann, lächelte und schüttelte dann mit dem Kopfe. »Ja, der kann es nun freilich wohl nicht sein, aber er erinnert mich an eine Geschichte mit einem Zinnsoldaten, den ich hatte, als ich ein kleiner Knabe war.« Und dann erzählte er seiner Frau von dem alten Hause und dem alten Manne und von dem Zinnsoldaten, den er ihm hinübergeschickt hatte, weil er allein war, so dass der jungen Frau die Tränen in die Augen traten über das alte Haus und den alten Mann. »Es ist doch möglich, dass dies derselbe Zinnsoldat ist«, sagte sie. »Ich will ihn aufbewahren und will dessen gedenken, was du mir erzählt hast. Aber das Grab des alten Mannes musst du mir zeigen.« »Ja, ich weiß nicht, wo das ist«, antwortete er, »und das weiß niemand. Alle seine Freunde waren tot. Keiner pflegte dasselbe, und ich war ja ein kleiner Knabe.« »Ach, wie der wohl allein gewesen sein mag«, sagte sie. »Ja, alleine«, sagte der Zinnsoldat, »aber herrlich ist es, nicht vergessen zu werden.« »Herrlich«, rief eine Stimme ganz nahe bei. Aber niemand außer dem Zinnsoldaten sah, dass diese von einem Fetzen der schweinsledernen Tapete herkam, der nun ohne alle Vergoldung war. Er sah aus wie nasse Erde. Aber eine Ansicht hatte er doch, und die sprach er aus. »Vergoldung vergeht, aber Schweinsleder besteht.« Allein der Zinnsoldat glaubte das nicht.
EA Pop Productions.